Servus, meine Lieben, und herzliches Willkommen hier wieder zur Spring to Glory Challenge MSV Duisburg Karrieremodus. Ja, im vorigen Part Heim haben wir Erzgebirge Aue mit sage und schreibe 8:1 weggeklatscht. Und hier nochmal S-Wein. Aue Abwehr mit 5 Toren keine Chance gegeben. Er einfach geglänzt wie kein anderer. Ja, und heute soll es gegen Dynamo Dresden genauso irgendwie laufen. Aber wir müssen aufpassen, Dynamo Dresden kann eine sehr harte Mannschaft sein. Die steht 8 Plätze unter uns. Und ich glaube, die sind am sehr gefährlichsten, wenn man sie genug Platz, Raum geben tut, dann können sie ordentlich angreifen und ziemlich harte Gegenkonter oder Angriffe fahren. Unsere zweite Mannschaft, also Piaka vorne als Mittelstürmer, Müller, Bakir, Janda, Pusch, Madibo, Knoll, Galado, Fleckstein, Bitter und Müller im Tor. Willkommen zu diesem Spieltag. Euer Spielkommentator des Spiels ist euer Blue Eisler Dragon, der euch durch dieses Spiel kommentieren tut. Und ja, wie man könnt ihr auf dem Video gerne einen Daumen da lassen, Kommentar in der Kommentarenbox und mich auf den anderen Social Media Plattformen, die in meiner Videobeschreibung verlinkt sind, gerne auch unterstützen. Und gerne könnt ihr auch Blue Eyes Slayer Dragon und Blue Ghost Spiker kostenlos abonnieren, Glocke aktiv machen. Da verpasst ihr auf diesen beiden Kanälen niemals das neueste Video und seid immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Ja, die Nummer 36 ist Robin Meissner, ein Ex-Hamburger SVer, den ich gut kenne. Er war mal früher bei Hansa Rostock gewesen, hat ja nicht so viel Glanz gezeigt, aber man kann sagen, was man will, er hat in gewissen Situationen Tore zwar für uns gemacht, aber er war nur als Leihspieler bei uns. Da unsere Aufstellung Eswein, Thielen, Enging, Mensunda, Schattnes, Köder und Ruschke auf der Bank. Ja, wir spielen wieder in unseren Heimtrikots auf der rechten Seite. Dynamo Dresden in gelb-schwarz auf der linken Seite. So, mal sehen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ja, Dynamo Dresden kommt mit 5 Leute in unsere Hälfte rein. Was eigentlich als Dynamo Dresden eine dicke Bilanz ist. Und ziemlich Druck bei denen machen kann. Somit haben wir gerade eine schlechte Chance gehabt. Aber jetzt hier, Gabriel Müller wird hier ungenietet oder der andere Müller. So. Back hier. Wieder um Flügel. Kommt die Flanke rein. Kann wieder geklärt werden. Hermann hat die Pille. Lemmer, Meissner, Berger, Scurito. Ui, und Müller muss hier nochmal nachfassen, aber nicht schlecht. Will, Paul Will, Fleckstein gut aufgepasst, ah, nicht ganz, aber jetzt
ist die Pille schon ein kleines bisschen aus dem 16er raus. Trotzdem kriegen wir die Pille wieder. Lewald. Da landet der Ball bei Dynamo Dresden. Und wieder Vincent Müller mit einer guten Parade. Und das ist jetzt die zweite oder dritte Situation gewesen, die jetzt aufs Tor ging von Vincent Müller von MSV Duisburg. Und die erste Ecke für Dynamo Dresden. So, wo kommt die Pille hin? Oh, kommt hoch rein. Bitter. Gut mit dem Kopf nachgedacht. Pille geht raus. Erstmal ein bisschen Ruhe. Den Spieler konnte gerade nicht lesen, weil sein Name schwer aussprechbar ist. Oh, Knoll. Kam zwar an den Ball ran, aber der Dynamo Dresdner Spieler, der im 16er drin gewesen ist, braucht nur kurz in der Luft kicken, kriegt die Pille vor die Füße und dann zack in der Drehung. Aber Vincent Müller ist ja da. So, wieder geht es eine Ecke, kommt von unten. Knoll dieses Mal gut aufgepasst. Galado. Push. Oh, das war sehr gut gespielt. Müller. Und das war eng gegen Müller, glaube ich, der hier geschossen hat. Ja, das muss er gewesen sein. Unsere Nummer 19. Guter, strammer Schuss. Aber da kommt der Keeper von Dynamo Dresden an die Pille heran. So. Ecke erfolgt. Hoher Ball. Galado. Und na, knapp. Knapp war es gewesen. Dann vielleicht wäre drin gewesen. Aber viel zu hoch. Aber guter Versuch war es gewesen. So, Abstoß von Dynamo Dresdner Keeper. Kramer. Recht. Berger. So. Da ist der Spieler, dessen Namen ich schwer aussprechen kann. Kuito. Und Vincent Müller. Schnell reagiert. Arm ausgestreckt. Zack. Die Pille über den Kasten drüber. So, 21 Minuten gespielt und gerade gute Chancen. Oh, Janda mit dem Kopf. Nachgedacht, Hermann, Hermann. Na, die Pille Kringele. Hüto. Oder war es Fleckstein? Oh, es geht ja gerne nochmal. Ja, die Pille kommen wir ja nicht gut kontrollieren. Müller, gut mit dem Kopf, nachgedacht. Hermann. Oh. Schneller. Weiter Pass. Oh, Kuito. Und Lemmer haut uns das 1:0 ins Tor. Ja, hier nochmal die Situation. Gut bedrängt, aber dann hier zum Schluss. Und Müller nicht rechtzeitig. Ja, man sieht es hier. Ah. Er hätte sich schneller fallen lassen können, dann hätte er die Pille vielleicht heilen können. Seine 12. Partie, aber sein allererstes Tor. Okay. Damit führt Dresden zwar. Aber wir hatten auch gute Chancen. Aber jetzt Robin Meissner. Kuito. Lemmer. Und dieses Mal hat Müller richtig reagiert. Sonst hätte Jakob Lemmer hier das nächste Tor gemacht. So, wo kommt der Ball?
Jana, gut aufgepasst. Schlägt die Pille erstmal raus. Es gibt Einwurf. Lämmer. Kramer recht. Müller gut aufgepasst. Mabibo. Oh, aber der Ball landet bei Berger. Vor die Füße. Guido. Und Müller pariert. Er spielt sich gerade alles in der Hälfte von MSV Duisburg. 6:1 Ecken. Oh, und wieder Vince Müller. Ja, Vincent Müller regt sich da gerade in der Situation auf, warum seine Verteidiger nicht hier gut die 16er sauber halten. So, nächste Ecke. Wo kommt die Pille hin? Krämerich und Müller wieder rechtzeitig reagiert. Ja, er beschwert sich, warum ich hier alleine den Kasten versuche sauber zu halten. Anstatt dass ihr was machen tut. So, weitere Ecke. So, wo kommt die Pille hin? Und Robin Meissner. Oje, oje, oje. Der Ex-Hamburger SV hier. Adresse von Dynamo Dresden. Haut die Pille mit dem Kopf stark und kräftig ins Tor hinein. Statt der Verteidiger oder Spieler mit der, keine Ahnung welche Nummer er hatte, einfach sich mit dem Körper dagegen halten könnte. Ja, stehe ich jetzt 2:0? So, neue Strategie. Janda. Und der Ball landet bei Will vor die Füße. Hermann. Wieder kaum Schwung. Und wieder Meissner. Und Müller wieder. Pariert er gut. Hermann spielt die Pille ins Aus. Ja, Kasper Janda zurückhaltend. Ja, obwohl wir im folgenden Heimspiel ja auch ja gut weggeklatscht haben, haben wir hier gegen Dynamo Dresden schwere Probleme. Ah, Piaka mit einer guten Situation, aber Ball landet nicht so. Ah, und da Lewald ein starker Ballentnehmer ist, hat er uns den Pille schnell entnommen. So. So, die Ecke hat nichts eingebracht. Lämmer. Rückball. Kramerich. Fleckstein, gut aufgepasst. Aber direkt zu Hermann gespielt. Gallardo, gut aufgepasst. Und wieder passt Gallardo gut. Verteidigt gut auf. Und Piaka. Na, nicht so die Pille nach vorne gelegt. Will. Wo ist der Verteidiger? Wo ist die Mithilfe? Güter. Knoll, gut. Knoll, nun kickt doch mal die Pille aus dem 16er. Meissner. Push. Ja. Und da pfeift der Schiedsrichter erstmal zur Halbzeitpause in 2:0 Rückstand. Ja, das sieht gerade für MSV Duisburg gerade nicht so rosig aus. Aber es hat sich ja alles in unserer Hälfte abgespielt. Aber wir hatten ja auch genug Chancen, aber hätten auch schon längst führen können. Die Halbzeitstände in den gut gespielten Partien. VfB Lübeck gegen Dortmund 2:0. SV Sandhausen gegen 1. FC Saarbrücken 0:0. FC Ingolstadt 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Waldhof Mannheim 1:0 gegen Sportclub Freiburg 2. Verl und Viktoria Köln 0:0. TSV 1860 München gegen Unterhaching 1:0. Anstoß zur zweiten Halbzeit hier im Auswärtsspiel Dynamo Dresden. Sind wir zu Gast
Und ja, zwei Tore haben wir von Dynamo Dresden gesehen. Und hier wieder Dynamo Dresden mit einem guten Versuch. Oh, Galado gut aufgepasst, aber kriegen die Pille nicht zum Stürmer hin. Will ist aber nicht der Paul Will, der mal bei uns gespielt hat. Und Knoll setzt sich immer wieder am meisten durch. Müller, Bjarka, und Kuitosch viel schneller. Und da bedrängen sich zwei MSV Duisburger Spieler selber. Aber hier oben am Flügelbereich kriegen wir die Pille nicht erobert. Will. Fleckstein. Ja, gut. Müller. Da ist der Spieler, den ich nicht aussprechen kann. Böhming. Will. Hermann. Fleckstein, gut aufgepasst. So, Janda. Und jetzt gut nach vorne. Komm, komm. Müller. Oh, Bjarka nimmt den Ball zwar an, aber verwandelt tut er ihn nicht. Oh. Der Dynamo Dresdner Spieler ist schneller. Oh Mann, oh Mann. Ja. Da müssen drei Mann versuchen, ihn zu bedrängen. Aber er kommt hier trotzdem zum Schuss. Aber Vincent Müller ist da. So. Ecke. Hoher Ball. Komm, Junge. Bitter. Oh, Galado. Gut. Komm schon. Oh, komm schon. Das ist deine Chance zu glänzen. Und das war seine Chance. Er hat sie genutzt. Konnte sich durchsetzen. Aber. Ja, große Chancen. Aber nicht viel zu sehr erkennen. Back hier mit der Ecke. Und jetzt muss der Ball richtig mal reinkommen. Knoll! Mit dem Kopf. Aber der Keeper ist rangekommen. Nochmal die Situation. Oder ranzen sich der Keeper mit dem Verteidiger? Hoho. Wechsel. Jonathan Meyer kommt drauf. Und Pack geht runter. So. Ecke. Hoch rein. Oh, landet leider bei Hermann. Meissner. Robin Meissner. Will, Lämmer, Kramer, recht, mit einem unguten Ball, Janda, oh Mann, und Will steht genau in der Ecke, aber es gibt Freistoß, das ist eine Chance für uns, da kommen wir nicht dran. Und der Ball geht jetzt aus und wir wechseln. Ja. Esswein kommt rein. Janda runter. Ja, und jetzt habe ich ein ziemliches Problem, dass ich keinen offensiven Spieler mitgenommen habe. Ja, Push. So, ich muss ja so machen. Janda jetzt runter. Stehlin kommt rein. Und Felix Ruschke für Fleckstein. Ein Dreierwechsel. Mal sehen, ob dieser Dreierwechsel funktionieren tut.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass uns das Spiel pusht jetzt gut runter. Ja, genau. Das ist perfektes. Und kein Abseits, kein Abseits. Oh, da war die Chance, da war die Chance. Nur der Spieler springt nicht hoch. Der Spieler springt nicht hoch. Gut. Ja, und da ist die Notbremse, die muss man einsetzen. Ruschke mit dem gelben Karton. Sonst hätte er hier theoretisch freie Bahn gehabt. Tom rauf, Jakob, Lemmer runter. So, wo kommt die Pille? Oh, es war ein gut mit dem Kopf. Kopf, Müller. Oh. Und Berger? Es geht Freistoß für Dynamo Dresden. So, jetzt aber Push mit Tempo. Es gibt so viel Platz. Müller, komm schon. Jawohl, back hier. Der Anschlusstreffer ist gefallen. Jawohl, es funktioniert. Der Anschlusstreffer ist gefallen. Und ein bisschen Hoffnung keimt jetzt auf. Oha, kräftiger Seilfalls hier. Und damit konnte sich Bakir wirklich glänzen. So, jetzt müssen wir versuchen, gegenzuhalten. Und noch ein oder zwei Tore brauchen wir noch. Müller. Stirling, oh, das war sehr gut. S-Wein, jetzt komm. Oh Mann, es rennt wieder keiner hin. Obwohl die Flanke richtig gut war, aber da hätte einer mitlaufen können. Ey, Junge. Wuschke, gut aufgepasst. Und da kriegen wir die Pille nicht. Wuschke. Und jetzt raus, schnell. Gegenangriff. Sehr offensiv. Und die Nummer 23 sieht die gelbe Karte. Niklas Stirling. Was war passiert? Ja, er läuft gegen ihn. Da hätte es einfach nur eine Verwarnung geben müssen. Aber trotzdem. Gelbe Karte? Na, Schiedsrichter, ich glaube, da bist du ein bisschen falsch gewesen. So. Müller, jetzt komm, weit. So, und jetzt weiter Ball. Genau, das bringt was. Das bringt was. Push. Jawohl! Ausgleich. Jawohl, es geht. Back hier mit dem Doppelpack. Jawohl, es klappt. Durch die drei Wechsel, die gekommen sind, kommt es jetzt wieder mit Schwung nach vorne. So, noch ein bisschen Zeit haben wir noch auf der Uhr. Und das muss was werden. Oh, ja, raus damit. Back hier. Oh, gegenhalten, komm, komm, Hermann. Flex. So, S-Wein. Gut, und weiter. Push. Tempo. Tempo. Und Back hier belohnt sich mit dem Hattrick. Und Dynamo Dresden hat sich aufgegeben.
Ja, und der Keeper von Dynamo Dresden kann es einfach nicht fassen. Obwohl Dynamo Dresden eine sehr starke, kräftige Mannschaft ist und sie gedacht haben, MSV Duisburg ist eine leichte Mannschaft, die kann man besiegen, haben sie uns komplett unterschätzt. So, aller Back hier. 7. Partie und sein 5. Saisontor. Er hat jetzt genau 5, glaube ich, wie unser S-Wein. Oh, Gefahr auf dem Flügel. Gut durchgesetzt. Na, aber nicht ganz genau. Oh, Gefahr. Und Müller, genau. Jetzt raus mit der Pille. Ja, und Bakir kickt den Ball nur noch weg. Und die letzten 3 Minuten der Nachspielzeit sind beendet. Und wir gewinnen das Auswärtsspiel mit 3:2. 3 Versuche, 3 grandiose Tore von Ala Bakir, unser ZOM. Und damit hat er sich wirklich, wirklich belohnt, die Endstände hier zu sehen. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Bakir gesehen? Bakir war überragend heute. Spieler wie er entscheiden solche Spiele manchmal in Alleingang und das war heute der Fall. Es war bis zum Schlusspfiff eng. Sie konnten in den letzten 5 Minuten Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? Ein bisschen Glück war wohl dabei. Wir haben gut gespielt, aber das hätte auch anders ausgehen können. Von daher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Ich vertraue meinen Spielern, egal wie es am Ende ausgeht, sie geben immer alles, zum Beispiel heute. Kurz in die Jugendakademie rein und schauen uns mal unsere Spieler an. Unser Ionut Ene, ja, 52er Gesamtstärke, 64-72. Dann haben wir Irwan Navarrete, eine 47er Gesamtstärke. Ich trainiere ihn jetzt von ZOM auf L. Linker Außenverteidiger eigentlich. So, dann haben wir Aratz Gomez, eine 57. Julian Hurtado, eine 50, aber 64-76. Dann Christian Pereira hat eine 67-85er Potenzial. Und Josef Salinas, 65-83. Trainiere ich zum Stürmer um. Ja, und mal sehen. Im Heimspiel gegen SFC Ingolstadt wird es auch wieder ein sehr spannendes Duell. Und mal sehen, ob sich unsere Mannschaft weiterhin so gut verkaufen tut. Das Problem wird aber wieder sein, dass unsere Moral da etwas drunter leiden tut. Wenn wir keine gute Leistung bringen, wird uns der Vorstand auch nicht so glücklich sein, meine ich damit. Und ja, jetzt seid ihr gefragt, Meinungen und Ansichten oder anderes verstehen, was ihr ins Spiel gesehen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich lese mir jeden Kommentar durch, gebe ein Herz drauf und beantworte ihn auch. So, um im Heimspiel gegen MSV Duisburg gegen SFC Ingolstadt ist euer Blue Eye Flirting wieder am Start. Bis dahin sage ich wieder Kuss an jeden Supporter. Und wieder schauen und reingehauen.